herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ja, ich sitze hier mit Leo und mit unserem Kalender im Hintergrund. Ja, und dann habe ich mir heute was überlegt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen oder ja, eher so eine Erfahrung. Und ja, die würde ich gerne mit euch teilen heute. Also, ich bin jemand, ich trinke unglaublich gern Krumbach Fein Perlen und ich habe irgendwie ein Hasenhaar gerade an der Wimper. Und zwar, weil ich das so mag, weil es dann einfach ein bisschen Kohlensäure hat, aber nicht so viel und ja. Und ich bin aber jemand, ich hasse es, pures, leeres Wasser zu trinken. Und weil ich das nicht so mag, habe ich erst probiert mit Fruchtsäften, aber die waren mir dann alle so, hat so einen bitzsauren Nachgeschmack. Dann habe ich es versucht mit Eistee, der war mir dann irgendwann zu pappig. Und dann habe ich irgendwann, bin ich dann drauf gekommen, ich könnte ja einfach so Sirup reintun, so ein bisschen, damit es einfach einen Geschmack hat und ja. Und jetzt benutze ich seit ein paar Jahren immer dieselbe Marke, weil da gibt es Waldbeersirup und den mag ich sehr gerne. So, jetzt wisst ihr die Vorgeschichte und dann kann ich euch jetzt weitererzählen. Vor ungefähr 1 bis 2 Jahren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, natürlich kein Zeitgefühl und so, ist Folgendes passiert. Der Sirup, den ich sehr mag, hat seine Flaschenform verändert und den Deckel hauptsächlich. Da ist jetzt inzwischen, früher war es so ein leicht abgerundeter Deckel mit einem vorstehenden Nüpschi, entschuldige, ich weiß kein besseres Wort. Und inzwischen ist es so ein runder, aber dennoch flacherer Deckel, so ein bisschen mit so ein bisschen an den Ecken kantiger werdend und ohne irgendwie so eine Lasche könnte man auch sagen. Ja, und jetzt habe ich mir auf jeden Fall. Entschuldigt, ich sehe gerade zu, wie mein Hase sich mit meiner Mutter bettelt. Und jetzt kann ich. Läuft bei den beiden. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich mir jetzt die. Letzte Woche habe ich mir da dann. Ja, gut. Ich habe mir letzte Woche auf jeden Fall 3 Flaschen davon dann gekauft und habe mich gefreut, weil ich eben gedacht habe, okay, mein Waldbeersirup, gut, der Deckel sieht anders aus, aber muss ja nichts heißen. Nee, warte mal. Ja, ich hau noch kurz ein bisschen weiter aus. Ich habe vor ungefähr einem Monat schon mal so eine leicht veränderte Flasche gekauft. Und da habe ich die getrunken, habe ich die genommen und habe gefunden, die hat einen ganz komischen Beigeschmack. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, vielleicht ist es die eine Flasche. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu den 3 Flaschen, die ich geholt habe. Und die habe ich dann auch geprobiert und dann habe ich die erste Flasche angebraucht und es war ekelhaft. Entschuldigt, ich kann es nicht anders sagen, aber es war einfach ekelhaft. Da war der totale Nachgeschmack. Ich weiß echt nicht, wo der herkam, aber boah, das hat so. Also man kann es gar nicht die beschreiben, weil es war weder richtig sauer noch es war einfach ganz komischer Nachgeschmack. Und es war auch so richtig so, als ob man eine Schicht auf dem Gaumen hätte und auf der Zunge. Also es war. Meine Mutter, der ich es dann auch zum Probieren gegeben hat, hat gemeint, es hätte einen Chemietouch, einen leicht chemischen Nachgeschmack. Und das sei, also sie war auch nicht begeistert. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich, als ich das so gemerkt habe, dass ich erst gedacht habe, okay, mit meiner Wahrnehmung stimmt was. Das kann nicht sein, dass derselbe Sirup nur wegen einer veränderten Flaschenform anders schmeckt. Dann war es so, dass ich eben meiner Mutter zum Test gegeben habe und auch sie hat mir bestätigt, weil ich habe noch eine ältere Flasche da, ja, das schmeckt anders. Und dann habe ich jetzt auf jeden Fall der Firma einen Brief geschrieben und bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich erzähle es euch dann mal wegen halt. Aber durch die ganze Geschichte habe ich mal wieder überlegt, dass es eigentlich schon interessant ist. Weil ich habe dann am Ende die Flasche meinem Vater angedreht. So ganz uncharmant habe ich gedacht, drehst du Papi an.
Und dann habe ich auf jeden Fall die Flasche gehabt und habe die Flasche dann eben meinem Vater gegeben. Und der sagt, der trinkt das Zeug einfach so. Der findet, das schmeckt total gut. Also, Und da ist mir dann einfach so die Frage gekommen, dadurch, dass ich eben eine andere Wahrnehmung habe, merke ich vielleicht viel schneller, dass sich was geändert hat an der Flasche oder an dem Rezept oder irgendwas. Und ja, ich wüsste einen, also manchmal finde ich es unpraktisch mit den schärferen Sinnen und der anderen Wahrnehmung. Und entschuldigt mich mal ganz kurz eine Sekunde. Mom, wolltest du nicht eigentlich, dass Leo nicht mehr da reingeht, weil er immer zwischen die Binden gesprungen ist? Und dann hast du gesagt, er soll dann nicht mehr Nein, ins was? Bad. Warum soll ich hier drin das Inge X? Du musst nur hinlatschen, der läuft dann automatisch raus. Der scheint auch gar keinen Respekt vor niemandem mehr zu haben. Naja, ich muss ganz kurz meinen Hasen holen gehen. Bis gleich. Ja, auf jeden Fall habe ich für meinen Teil dann gefunden. Also ich finde es manchmal anstrengend mit einer anderen Wahrnehmung als die meisten Leute. Weil ich es furchtbar finde, dass ich so feine Geschmacksnerven habe, dass ich manchmal nur die kleinsten Unterschiede merke und es dann schon irgendwie für mich nicht mehr erträglich ist vom Geschmack her. Und ja, ich bin mal jetzt echt gespannt, ob es nicht nur an mir lag und an meiner Mom, sondern ob da noch jemand anders was merkt. Aber für mich ist es eben sehr komisch, wenn du anders schmeckst als die meisten. Und ich bin auch jemand, wenn ich zum Beispiel bei McDonald's bin und ich bestelle mir dann immer ohne das Fleisch und ich mir diese süß-saure chinesische, weiß Gott was, Soße im Burger finde, dann kann ich den Burger schon gar nicht mehr in die Hand nehmen, weil ich einfach finde, dass es, entschuldigt, dass ich so formuliere und für alle, die es mögen, es muss ja nicht so, es ist ja nicht so, dass ich es zu euch madig machen will, aber ich für meinen Teil, ich könnte dann immer schon kübeln vom Duft allein. Und es ist so furchtbar, wenn man Sachen hat, wenn man sowas hat, wie ich rieche so stark, dass ich, wenn ich es nur in die Hand nehme und es falsch hebe, dass es dann bei mir schon Übelkeit verursachen kann. Oder wenn man so feine Geschmacksnerven hat, dass man merkt, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da war ich beim McDonald's, um da zu bleiben. Und die haben dann bei uns eine Soße geändert. Und dann hat der Typi vom McDonald's gesagt, nee, die schmeckt immer noch genau gleich. Ist genau dieselbe Soße, selber Inhalt und so weiter. Und zum Glück hab ich zweierlei Packungen gehabt, eine alte und eine neue. Und dann stand da wirklich drauf, dass sie da was geändert haben. Es war nur eine Kleinigkeit, aber das hat wohl außer mir an dem Tag keiner bemerkt. Und das ist sowas, wo ich mir dann auch gedacht habe, doch, meine Mutter hat es noch bemerkt. Aber das ist auch ein anderes. So, meine Mutter ist so, sie ist so meine Realitätscheckerin, wenn man so möchte. Manchmal, wenn ich so Momente habe, wo Dinge anders schmecken und ich es einfach nicht gewöhnt bin oder ich es furchtbar finde, dann gebe ich es meiner Mutter, um zu überprüfen, ob sie das auch so sieht, weil meine Mutter hat auch einen feinen Geschmackssinn. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch dazu erzählen wollte. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann wieder nächsten Mittwoch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Phänomen auch kennt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an die bell.retro@outlook.com. PS, dieser Finger ist echt nicht übel. Ich habe nur noch von der Nesselsucht, einen kleinen, habe ich noch so Hautlappen gehabt und ich muss mir unbedingt den Hautlappen abziehen und ist nicht so gut gelaufen. Ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.